Hallo zu einer neuen The Forest-Folge. Mit Concord natürlich wieder. Sag mal was. Hallo, ich bin auch da. Ah. Gut, dann würde ich sagen, wir schlafen jetzt einfach mal, oder? Und Ja. dann ist morgen ein neuer Tag. Ja, genau, ich esse erstmal nach dem Schlafen. Jo, ich Warte. esse auch nach dem Schlafen. Ja, es ist Drückhaltschlafen. Ja, ist ja gut. Dankeschön. Diesmal hat's alles gespeichert übrigens, ne? Wollten wir nur mal so gesagt haben, mal nebenbei. Also bei mir zumindest im Inventar. Ach, wie die Sonne scheint. Ist das nicht ein herrlicher Morgen? Erstmal den Fisch drauf. Oh, der ist schon fertig. Ah ja, ich brauche Nicht auch was zu schlecht. essen. Was? Was? Nom, nom, nom. Ja, warum kann ich da? Es hat doch geregnet. Da ist doch bestimmt sehr gut. So, was wir eigentlich jetzt machen wollten, wenn ich es richtig Habe erinnere, ich jetzt so Fleisch draufgelegt wir oder nicht? wollten ein zweites Baumstamm-Schiebeteil. Warum ich am Schiebeteil? Ja, warte, wie heißt denn das? Ich kann mir das nicht merken. Loxlet. Genau, so. Also, ja, Ja, Lok Schlitten haben. Baumstamm Kahn, sag ich mal einfach mal. Einfach noch einen zweiten bauen. Ich mach schon mal. Wir fangen schon mal an, ich warte noch auf ein Essen. Yum, 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 yum. Hat's mal geregnet. Es hat hier geregnet. Richtig Hammer, Ja, ne? draußen sind die Dinger wieder voll. Sehr schön. Also ich bin wieder voll fit hier. Voll fit im Schritt. Naja. Sticks. Ja. Gut, Ah. also wenn wir das zweite Ding haben, dann kann jeder von uns Baumstämme fällen und dann wollen wir diese Plattform bauen. Genau, im Wasser die Und wenn wir Plattform. dann, ja genau, diese Wasserplattform, wenn wir das, sag ich mal, grob gemacht haben, dann haben wir eigentlich vor, mal ein bisschen auf Erkundungszug zu gehen. Jo, und zwar Aber wir mal wollten richtig halt ein ordentlich. bisschen absichern, sag ich mal. Weil wir sind jetzt schon bei Tag 17 und das kann halt sein, weil es jeden Tag schwieriger wird, dass halt irgendwann mal unsere Basis überrannt wird. Und da wollen wir halt noch einen Rückzugsort haben. Ja, ich wäre aber auch dafür, ne, falls wir sterben bei der Erkundungstour. Warte, ich glaube, mein Mikro steht ein bisschen schief. So. Falls wir sterben bei der Erkundungstour, dass wir wieder einfach laden, oder? Einfach den Spielstand laden, oder? Ja. Ich finde eigentlich das Speichern So. doch ganz nützlich. Ja, Weil wie unbedingt. das wie in DayZ ist, das ist schon sehr ärgerlich. Weil da kann man nicht speichern. Ja, das ist Und wenn man halt, tot ja. ist, dann ist man wirklich total Ja, gut, tot. das ist. Alles weg. Das ist aber auch so ein Online. Weißt du, es ist so online und. Ja, gut, ja, es ist online, okay, ja. Okay, aber Stimmt, geil. gut, es ist Koop, du hast schon recht, ja. Ja, gut, wenn man vielleicht so eine Basis hätte, weißt du, wo man speichern könnte bei dieser, wo du sagst, okay, das ist jetzt mein Hauptquartier. So wie hier, dass du dort so einen Schlafplatz errichtest, ne? Ja, das wäre echt optimal. Und dann jedes Mal dort, wenn du stirbst, dass du dort wieder, so gesagt, Weil ich mag den, respawnst. weil der Aspekt gefällt mir schon irgendwie, dass man das eigentlich echt vorsichtig sein muss, aber wenn man halt Ja, wenn durch du wirklich einfach, irgendeinen, vor sag ich allem mal, durch einen Wichser stirbt, wenn dann ist es halt echt ärgerlich, wenn man eigentlich, sag ich mal, weil die Zombies sind eigentlich der Hauptgegner in diesem Spiel. Ja, Wenn dann klar, und halt die eigentlich Spieler sollte man so. herkommen und dann die Neulinge halt abschlachten mit ihren MGs, Ja, und der das läuft vielleicht stimmt. gerade mit dem Stock rum, das ist halt wirklich sehr ärgerlich. Ja, das ist dann auch irgendwo schwachsinnig. Ich finde es genauso, wenn dann irgendwelche Spiele kommen. Und weißt du, ich wäre so ein Spieler, der versucht es immer friedlich zu machen. Ich würde niemanden einfach angreifen, weißt du? Und ich Ja. würde dann immer wollen, so, hey, den würde ich gerne mal kennenlernen und mal sagen, hallo und wie geht's dir? Und vielleicht was zum Handeln oder so, was er vielleicht hat oder was ich vielleicht habe. Und das Schlimme ist, dann gehst du hin und sind auch erstmal friedlich, denkst dir nichts, denken, hey, cool und sagen ja und so. Drehst dich um, wirst dir in den Rücken geschossen. Und dein ganz und dann du bist tot und dein ganzer Inhalt ist weg. So, es ist dann Kacke, weil du die einfach wirklich, kannst dir keine Meinung bilden. Das ist echt schade. Es ist halt dann wirklich ein bisschen scheiße. Und Und darum spielen wir halt jetzt auch The Forest. genau. Da sind wir zu zweit auf unserer schönen Insel und können machen, was wir wollen. Ja, weil DayZ, das ist halt dann. Oh, jetzt ist meine Ausdauer alle. Es sollte wirklich dann so einen Punkt geben, wo du eben wie hier so eine Base hast. Und dann, wenn du unterwegs bist, okay, wenn du stirbst, dir kann alles geklaut werden, was du dabei hast, ne? Aber wenn du wieder bei dir daheim spawnst, hast du halt noch alles, was bei dir daheim ist, weißt du? Und du bist nicht ganz verloren. Ja, das wäre echt besser. Dass du, wenn du auf Erkundungstour gehst oder irgendwas sonst was, dass du da vielleicht natürlich sterben kannst und alles verlieren kannst.
Aber was du in deiner Base hast, ist in deiner Base. Man könnte Man vielleicht muss so. halt sagen, es ist halt trotzdem einfach ein Spiel und es soll halt Spaß machen. Und wenn man Ja. halt jedes Mal alles verliert, das ist halt, Das ist boah. so hart, jedes Mal von vorne anfangen. Ja, und dann wieder erstmal Nahrung suchen und so, immer das Gleiche, das ist, puh. Naja. Weil ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ein bisschen DayZ gespielt. Und Ja, das war ich eigentlich das nicht. Hauptproblem, dass man durch Spieler gekillt worden ist und nicht durch Zombies. Sind die Zombies eigentlich ganz schwer? Weil ich habe es echt nie gespielt. Also ich wollte es ja mal spielen. Wollen wir ja zusammen spielen, aber dann hat das nicht so Ja, ganz er hat mich geklappt. verraten. Oh Gott. Oh, die Fledermäuse, die. Oh, Alter. So, ich habe schon eine Fuhre. Ich auch, aber ich zerstöre noch schnell ein Totem. Da war irgendwo eins. Da ist es. Stoff, Stoff, Stoff. Yay. Kommst du her? Genau. Das ist echt cool mit dem Ding, aber du siehst einfach echt gar nichts, wo du hinfährst, ne? Ich sehe da zum Beispiel, wo ist der Eingang? Und da ist der Eingang. Gut, Aber wenn es Berg nach oben geht, dann sieht wir man echt müssen gar einfach nichts. echt, aber echt aufpassen, ne? Wir passen perfekt durch mit dem Ding. Wir müssen aber echt aufpassen, weil ich muss ja auch sagen, ich habe das ja ein bisschen offline gespielt gehabt, The Forest, ne? Während du nicht da warst. Und so. Da habe ich mir auch so eine Mauer gebaut gehabt und habe auch das Tor am Tag offen gelassen, weil ich dachte, ja, damit ich nicht immer zu und aufmachen muss, ne? Ja. Und dann wurde ich einmal verfolgt, also da waren wieder welche, bin ich weggerannt, bin reingerannt, habe die Tür zugemacht und dann waren in meiner Base waren drei oder zwei. Da hatte ich ein bisschen Ah, gut, Scheiße. ja, gut, dass du das sagst. Das war ein bisschen voll verkackt. So. Ich versuche mein Sprinten immer meine Ausdauer ein bisschen aufzubehalten, deswegen Ach, man bewege kann mit dem Teil ja sprinten. ich. Ja. Gar nicht gewusst. Geil. Aber ich versuche eigentlich relativ normal mit dem zu gehen, weil wenn du mit dem sprintest und mit dem Hacken gar nicht mehr hinterherkommst, ist auch Kacke. Ja klar, hast recht. Ja, gut zu wissen, wenn Eingeborene kommen, dass ich weglaufen kann mit dem Teil. Kannst du es versuchen. Gut, welcher Baum kommt als nächstes dran? Ich biete jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne hier. Nein, 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 lass fallen, was? Geh! Hacke, zack. Was? Nimm halt eine Waffe in die Hand! Ich habe keine Waffe in der Hand. Wieso habe ich keine Waffe in Brauchst der du Hand? Hilfe? Oh, ah, oh, nein, jetzt nicht mehr. Komm her. Sind es zwei? Come with me, Nee. Bro. Okay, dann achte du mal kurz drauf. Ich wähle mal schnell meine Waffe aus. Meine geile Er läuft Schädel-Zähne-Waffe. weg. Den jage ich jetzt. Wo ist der Spast? Nee, okay, scheiß drauf. Alter. Der hat mich voll erschrocken, weil du hast einfach, wenn du diesen Schlitten nimmst, ne? Aha. Oh, da ist wieder ein Totem. Den mache ich mal schnell kaputt. Was tut denn bei dir? Ich komme schnell zu dir. Ich brauche den Stoff. Nein, ein. Hey, ich habe das schon. Ich glaube, ich habe alles genommen, was hier lag. Ich habe schon zusammengehackt. Da ist er wieder. Der rennt die ganze Zeit hin und her, also ich Da weiß war nicht. überhaupt kein Stoff dabei bei dem Teil, kann es sein? Ja, es kann sein, ja. Da waren nur zwei Alkoholteile dabei. Naja. Ich glaube, das war's von den Baumstämmen her, die schon gefällt. Nein, da ist noch einer. Da hinten, Alter, da hinten läuft noch einer. Das sind jetzt ganz schön. Das sind vielleicht gerade nicht wenige irgendwie. Ich sehe die ganze Zeit ein. Kann man damit jetzt eigentlich einen Baum hacken? Nee, kann man nicht. Ich traue mich jetzt nicht, mein. Ach, scheiß drauf. Ja. Baumstamm, da bist du. Oh, jetzt habe ich ja bei wir haben ja gerade neu gestartet jetzt wieder. Wir hatten ja eine kleine Pause und Oh jetzt höre ich Gott. schon wieder. Wo ist der? Da, komm her. Ja, komm her. Stirb, du Wichser. Und dazwischen gab es ja ein Update. Ein kleines, aber bloß. Ich glaube, es waren nur Bugfixes, aber ich wollte gerade austesten, ob der jetzt vielleicht. Oh, Alter. Ja, komm halt her, lauf nicht weg, komm halt her. Der vielleicht jetzt, wenn man mit der Maus drauf bleibt, ob der hackt, aber leider passiert das nicht. So.
Bin ich schon voll? Nee. Doch, ich bin schon voll. Oh, es ist ja tot. Und nochmal drauf fahren. Und nochmal drauf fahren. Kann ich den jetzt auf den Schlitten drauf fahren? Oh nein. Wie? Na gut, da ist eine scheiß Hexe und ich habe wieder keine Waffe in der Hand. Das kann's doch nicht sein. Das sind 2, 3. Oh Gott, ich brauche Hilfe. 4. Scheiße. Ich bin weg. Alter, wie springt. Alter, direkt neben dir. Alter. Ja, ich seh's, ja. Wollen wir die bekämpfen oder wie schaut's aus? Oh, Molly. Molly wirft auf dich. Ich greif den an. Blöder Spaß, das ist kein Witz. Alter, ach du Scheiße, ist der stark. Ach du Scheiße. Ich bin tot. Was? Nein, nicht dein Ernst. Doch, ich bin tot. Wo bist du? Lass dir lieber ein bisschen Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh cool, danke. Alter. Mein Gott, man hat überhaupt kein Leben, wenn man wieder belebt wird. So, jetzt habe ich wieder Leben. Oh, da ist noch eine. Achtung. Achtung, da ist direkt neben dir eine. Ist der andere schon tot oder was? Na, ich habe keinen einzigen gekillt. Komm schon, die killen wir jetzt. Was ist das jetzt? Was war das jetzt? Wieso ist die so komisch rumgeflogen? Ja, das war halt, wir haben sie richtig rangenommen halt. Denk dran, ein bisschen Sticks mitzunehmen. Wie schaut's mit deiner Rüstung aus? Die ist komplett weg. Okay, komm, dann verbrennen wir ein paar Knochen, dann machen wir dir eine neue. Alter, plötzlich waren sie da zu fünft oder so, ne? Zu viert, fünft oder so. Halleluja. Das kommen sie gar nicht und dann... Oh, also der eine da macht richtig viel Schaden. 2 Schläge und ich war weg. Der hat so ganz viele Kerzen hinten dran gehabt, oder Hände eher, die Kerzen gehalten haben, glaube ich. Ach, hast du noch einen gekillt oder wie gehabt? Jo. Okay. Ja, nee, ich habe eigentlich nur verteidigt. Ich bin da sehr defensiv, also ich block eigentlich durchgehend und warte, bis die eine mich angreift. Und wenn es 2 sind, warte ich wirklich bis ich mir sicher bin, dass ich einen Schlag ausführen kann. Weil ich hasse es immer, wenn ich richtig angreife und genau in dem Moment springen sie mich an, weil dann treffen sie mich meistens. Deswegen warte ich meistens, bis sie mich anspringen und dann direkt nachdem sie mich angesprungen haben, hau ich den eine rein. Ja, das ist eine gute Taktik, ja. Aber da dürfen wir auch nicht zu viel. Hinten läuft wieder einer, aber der läuft in Richtung Baum. Oder Strand, keine Ahnung. Oh Mann, Baumstamm. Ja, das war jetzt echt knapp eigentlich. Stell mal vor, du wärst jetzt so direkt gestorben, ne? Und ich wäre dann alleine gegen 3 oder gegen 4 oder 5, ne? Ja, das war schon. Das und ich wäre dann auch direkt gestorben, dann wäre es vorbei gewesen. Was ich meine ja bloß. Wäre echt. Das beim einfachen Holzfällen, ne? Da sieht man erstmal, wie schnell es geht. Ja, wenn du da einmal unachtsam bist oder dich mal kurz. Weil ich fühle mich eigentlich relativ sicher am Tag. Jetzt gemütlich Holzfällen. Es ist mitten am Tag oder ein bisschen noch. Denk noch dran, hier immer wieder Sticks reinzutun, weil das können wir ein bisschen Sticks sammeln da noch. Warte, ich baue da gleich nochmal einen zweiten Stickholder ein. Wir hatten doch einen zweiten Stickholder. Mach den. Ja, genau. Mach den gut. Wir hatten doch einen zweiten Stickholder. Ja, der ist doch irgendwann mal kaputt gegangen. Hast du deine Knochen schon geholt? Ja. Hier hast du noch ein paar Knochen. Ich leg dir noch ein paar rein. Ich weiß, bringt dir wahrscheinlich keine komplette Rüstung, aber nur damit du schon mal was hast. Also 2 Knochen hätte ich dann noch. Ja, dann könntest du was bauen. Jetzt bist du einmal gestorben. Ich war so gut. Was heißt gestorben? Fast gestorben. Aber jedes Mal, das war voll schlimm. Jedes Mal, wenn ich Lock Shelter heißt der Shelter. Nee, keine Ahnung. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich den in die Hand nehme und dann rausgehe, ne, wenn ich welche sehe, drücke ich E, verlasse ich den und habe wieder keine Waffe in der Hand. Nichts. Keine Axt, gar nichts. Ja. Mich wundert es ja, dass sie in dem Update jetzt, glaube ich, noch keine Shortcuts reingetan haben. Ja, gut, das wird dich. Also ich habe mir vor kurzem mal wieder so die ersten Folgen von Gronkh angeguckt, also wirklich die ersten, so und 2 wurden noch alleine gespielt, obwohl es noch gar kein Multiplayer gab und so, ne? Ja. Und da hat er schon gesagt, er wünscht sich Shortcuts. Shortcuts. Ach du Gott. Und ja, das ist halt immer noch nichts. Aber wo sind die hin, ne? Die waren eigentlich voll in der Überzahl. Einer war tot von uns. Hätten sie mich eigentlich noch voll fertig machen können.
Aber nee, die Vielleicht haben sind. sie Mitleid bekommen. Ach so. Das kann natürlich sein. Nee, glaube ich nicht. Also mit der Ausdauer her kriege ich fast nicht mehr einen Baum runter, ne? Ich habe noch 2 Drittel ungefähr. Was ist denn das jetzt? Okay, Baum fällt. Aber den noch. Oh, ich höre es wieder. Ja. Komm her. Zwei wieder, ja. Ich sehe gerade nur zwei. Da, jetzt ist er gesprungen. Ja, das ist der Starke. Pass auf, der. Das ist der hat keine Kerzen. Ja, aber doch, da so. Machen wir den zusammen fertig, komm. Jawohl. Jawohl. Also pass auf. Oh, scheiße, Alter. Sicher gehen. Oh, Alter, was ist. LOL. Das an seinem Rücken ist gerade bei Mino gespawnt, ne? Das war vorher echt nicht da. Ach so, okay. Das habe ich jetzt erst gesehen. Als er gestorben ist. Deine ist weggelaufen? Die eine, das war eine Sie. Ist. Sicher? Ja. Weil eine Bitch haben wir ja schon. Burn, burn, burn. On the fire. Hey, hier liegt ja auch noch eine. Cool. Ich habe noch eine Leiche gefunden. Aber so eine Leiche finden, oder? Hey, kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht habe ich doch einen gekillt. Ich weiß es echt nicht mehr. Schade eigentlich, dass wir den nicht einfach auf den Schlitten draufschmeißen können und dann mit dem noch kommen. Ja, ich Also, hab's auch müssen. schon versucht. Ging leider nicht. Ja. Burn, burn, burn. On the fire. Ja, ich esse jetzt mal schnell was, weil da habe ich Jo, was ich bin auch dabei. gerade dabei, was zu machen. Weil sonst habe ich gar keine Ausdauer mehr. Wieso habe ich eigentlich immer Fleisch dabei? Das sind von diesen kleinen Tieren da. Ja, Das ich kann man bin nicht jetzt aufhängen. schon. Doch, manchmal kann ich es aufhängen. Nee, von den ganz kleinen Tieren glaube ich nicht. Du blöder Sack, ich habe mir gerade auf was reingelegt. Du Pimmel. Das war meins. Weil ich habe gerade mein kleines Stück Fleisch reingelegt. Ich auch mein kleines Stückchen. Also chill. Wie lange brennt denn der noch? Achso, das ist die zweite Leiche. Lo, Hä? der Vogel ist ins Lagerfeuer reingeflogen. Und gestorben, oder wie? Ja, jetzt habe ich die Federn genommen. Intelligentus von Vogulus. Was, ich kann keine Knochen mehr mitnehmen? Achso, man kann nur 15. Ja, dann erstell gleich was. Oder hast du keine Kleidung mehr? Ja, doch, ich mach schon. Hallo? Ach, falsche Taste. Ich lade. Also so passt, also so. Die großen, da könnte man wirklich denken, dass da vielleicht wieder Bäume draus werden. Wenn du das so zuguckst, sie werden wirklich Ja, immer manche größer. werden echt ziemlich groß, ja, stimmt schon. Ich lasse mal ein paar stehen, die hacke ich nicht direkt weg. Gibt zwar mehr Sticks, aber. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Rüstung. Aber umso weiter der Wald von uns weg ist, ne, eigentlich. Umso früher merken wir, wenn die kommen, ne? Das ist schon, ja. Ja, aber es ist krass, ne, wie wir den Ding da wegholen, ne? Wald. Tja. Na, ich tue jetzt noch wieder ein paar Sticks sammeln. Rettet nicht Wo die Wälder. sollen wir die, ach, ich bin so ein Depp. Jetzt habe ich einen Scheiße. Busch gekillt. Sollen wir die bisschen größeren Büsche stehen lassen und sehen, ob die Ja, wachsen? ich habe doch vorhin schon gesagt, ich würde gern mal ein paar, also die großen da Ja, okay, nee, ich liegen habe da lassen. vielleicht nicht so gehört. Das kann Wie lang ist denn die Folge jetzt schon? Das weiß ich jetzt Ach, verdammte Hacke, schon wieder nicht auf die Uhr geschafft. gar Warte, Ach, verdammt. du, Was ja, ist das jetzt? es 20 Minuten müssten, ich sage auch immer in 5 Minuten ungefähr vorbei sein. Oh Mann, oh Mann. Ja, aber ehrlich gesagt wäre mir es fast lieber, dass die Folge ein bisschen zu kurz ist, anstatt zu lang. Ja. Ja, ich glaube, wir können dann schon langsam mit zum Abschluss kommen. Weil, wirklich, wenn es zu lang ist, das dauert einfach ewig zum Rendern und Hochladen teilweise. Ja. Das ist dann nicht im Flow. Haben wir Ja gut, heute. dann ist doch, haben wir es doch eh eigentlich schon. Jetzt haben wir beide 2 volle Wägen. Bei Lockdinger voll. Los ist voll.
Dann können wir in der nächsten Folge mal unsere Plattform ein bisschen bauen. Und loslassen. So, sehr schön. Jetzt habe ich wieder, siehst du, ich habe wieder keine Waffe in der Hand. Das kotzt einen an. Das ist echt schlimm. So. Ja, und die Sonne geht jetzt eh wieder unter. Das passt da eigentlich wie geschmiert. Aber da, ich mach mal wieder das Tor zu. Na, warte, komm, dann hole ich noch ein paar Sticks. Oh. Ein paar von den Büschen können wir noch abhacken. Oder so. Ich weiß nicht, ach, scheiße. So, Stickholder ist voll. Wie viele Sticks wollen zum Stickholder reinpassen? Nicht viele, meines Erachtens. Also, richtig voll haben wir den noch nie bekommen. Natürlich erwische ich den. Ich erwische keinen Hasen, nie kein Lurch, ich erwische nie was. Außer so ein scheiß, oh Gott, so ein scheiß kleine Ratte oder was auch immer das ist, Eichhörnchen. Die ja, erwische ich immer. Voll schlimm. Ach, das war's jetzt. So. Komm, jetzt wird's zu dunkel. Ich mache mal das Tor zu. Oder willst du nochmal raus? Nee. Also, ah, es ist voll, okay. Also der eine ist voll, oder wie? Jo. Okay. Ja gut, wie viele sind das? 20? Nee. 30, mehr, 40, 40. 40 kann sein. Ja, das kann sein. Kann gut sein. Vielleicht 50? Ja gut, dann Hast du mich gerade geschlagen? Nein. Okay. Wie schaut's eigentlich bei unseren Hasen aus? Ja, ich wollte gerade gucken, Hasen. Nichts. Also ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht. Aber ich glaube, ich hatte mal Erinnerung, dass ich bei Gronkh. Ja, ich guck viel Gronkh. Dass ich mir mal angeguckt habe, der hat zwei reingepflanzt in so einen Käfig und dann waren es plötzlich mal drei. Ich weiß nicht, ob das dann ein Bug war, dass da einer reingehüpft ist oder so, oder? So, ich habe mal glaub, was gepflanzt wieder. Oder was war das? Oder waren das die Häschen? Ja, vielleicht tun wir einfach nochmal einen dritten rein und dann vielleicht funktioniert es dann. Ja, okay, wir könnten man mal ausprobieren, aber ich glaube fast nicht. Ja. Warte, ich speichere dann mal. Schlafen können wir noch nicht. Ich speichere auch. Ja, es hilft sagen, vielleicht wirklich was, wenn ich selber speichere noch, ne? So. Ja, ich glaube, das bringt wirklich was. Ja gut, aber dann würde ich sagen, wir beenden die Folge jetzt trotzdem, auch wenn wir nicht schlafen können. Ja. Ja, doch. Genau, dann tun wir in der nächsten Folge dann endlich mal unsere Plattform da draußen bauen. Ja, endlich. Ich hoffe, freue mich, wenn die fertig ist. Also, wenn wir die Plattform haben, ich weiß nicht, willst du es dann gleich überdachen oder wollen wir erstmal ein Lagerfeuer und ein bisschen Material darüber bringen? Zuerst das, oder? Erstmal ein bisschen Material. Genau, und dann können wir auch in die Survival-Tour, ne? Also die Entdecker-Tour und dann... Weil wir fallen jetzt zwei Höhlen ein, wo wir rein könnten. Da, wo man mit einem Seil runterkraxeln kann und dieser Schlitz da, wo wir mal aus den reingegangen sind. Mhm. Genau. Wieso können wir eigentlich schon wieder nicht schlafen? Das ist wieder kacke eigentlich, ne? Es ist wieder stockfinster und wir können nicht schlafen. Was ist das? Wurscht. Nein, hier nur. Ja, wir enden die Folge aber trotzdem, würde ich jetzt sagen, oder? Ja. Ansonsten wieder Überlänge. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao.